Naja, das ist letztens passiert. Bin immer wieder erstaunt, wie weit ich springen kann, Mann. Guck mal, das machen wir aus dem Stand hier. Zack, boom! Dran sind wir. Und so geht es jetzt weiter. Ich muss einen Weg zu meinem Apartment finden, Mann. Durch die Kanalisation. Ja, ui. Hey. Ich will keinen Ärger, Mann. Lass mich in Ruhe. Alles cool. Ja, ich bin schon weg. Alles gut, Freund. Hey. Immer diese aggressiven Leute in der Kanalisation. Was? Ich fasse das ja gar nicht. Oh, Karte aktualisiert. Lass mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall hierhin. Und wir müssen über die First Avenue laufen. Arbor Street. Westgate Shopping Mall. Naja, gut. Was ist denn das für ein Ausblick? There's a lot of dust down there. Pretty thick. Ziemlich dichter Rauch. Staub. Nicht Rauch, Staub. Vielleicht auch ein bisschen Rauch, aber eher Staub. Rauchstaub. So, wir sind, bestens dabei, Mann. Unsere erste Begegnung mit einem Typen war in Ordnung. Niemand ist gestorben, das passt schon. Oh mein Gott, sieht das hier aus. Ich fühle mich hier nicht wohl. Oh, da liegt jemand. Oh, hey. Da ist eine Frau. Was macht ihr da? Hey, seid ihr bescheuert oder was? Lauf, Frau. Du kannst es schaffen. Ich weiß es genau. Wir müssen ihr irgendwie helfen, aber ich kann ihr nicht rüberspringen, Mann. Ich bin ja nicht Superman oder so. Ja, na gut, okay. Lass mal hier hinten lang. Oh Gott, wenn wir laufen, dann verschwimmt unsere Sicht aber enorm. Was ist denn das für ein Typ? Ist der... Das ist ein richtiger Mensch gewesen. Okay, der ist tot. Okay, Tab drücken, um die Karte zu öffnen. Ja, das kennen wir schon. Was ist das denn hier? Ach so, da können wir nicht lang, ne? Da ist quasi abgesperrt. Okay, ich verstehe. Der Mülltruck ist ins Gebäude gefahren. Und der Helikopter ist ihm direkt hinterher geflogen. Was zur Hölle? Ich hätte gern ein bisschen Munition, Mann. Für meine Pistole. Die ich nicht benutzen kann bis dato. Gibt's hier vielleicht irgendwas? Ah. Es sieht grausam aus hier. Der Kran steht aber immer noch. Es kann alles wieder aufgebaut werden. Irgendwie, irgendwann. Was ist überhaupt passiert hier? Jetzt kam eine riesen Staubwolke und alles ist komplett für den Arsch auf einmal. Die Staubapokalypse. Okay, wir müssen da lang. Da leuchtet irgendwas. Ich komme zu dir, leuchtendes Objekt. Was ist das? Eine Kamera. Sie haben eine Wiederholung gefunden. Wiederholungen erlauben Ihnen, vom letzten Checkpoint aus neu zu starten. Wenn Sie sterben und keine Wiederholungen übrig haben, beginnen Sie beim letzten Speicherpunkt wieder. Okay, got it. Okay, wir müssen hier rüber. Los, komm schon. Das ist wieder mal so ein immenses Loch im Boden. Oh mein Gott. Erdbeben, Hindernisse, irgendwas. Da ist eine Tür. Komm ich da rein? Warte mal. Hey, komm ich hier rein, Freunde? Nee, da komm ich nicht rein. Da komm ich nicht rein, du. Okay, aber dieses Tor ist auch versperrt. Okay, ho. Hey, you. I can see you. Hallo, ich bin's. Und doing jetzt. Here, hold up. Ja, geh zurück. No problem. Ja. Geh weiter zurück, Mann. Weg damit. Das ist irgendwie Sparta, ne? Ich habe eine Machete gefunden. Sie haben eine Machete gefunden. Drücken Sie in der Nähe eines Feindes E, um einen Machetenangriff auszuführen. Okay, okay. Und mit der Machete können wir auch das Tor öffnen hier. Denn wir haben die Hebelwirkung öffnen. Yes! Läuft! Komm schon! Ah, das Tor ist offen. Mann, das war schon ziemlich brutal, Mann. Was ist mit mir passiert? Ich war doch mal ein Gutmensch. Hey, da sind Leute. Ja, sie stehen mehreren Gegnern gegenüber. Ziehen Sie nicht Ihre Pistole. Lassen Sie sie näher kommen und überraschen Sie sie mit E. Okay. Holy sh... Hör auf mich zu pauken! Yes! Okay, ich habe eine Kugel gefunden. Überlegen Sie gut, bevor Sie schießen. Kugeln sind sehr selten. Gedrückt halten, um Gegner einzuschüchtern. Oh, yes. Ja, ich win. Ey, da kommt jemand.
Hey. No, please. Don't shoot. Let's not be so hasty, okay? Geht weg, Mann. Hey, chill out already. Nee, du machst dich mal locker, Junge. Let's try to work this take out. It easy, man. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll jetzt. Don't stick that in my face, punk. Ey, wenn du jetzt kommst, ich schieß dich ab, ne? Ich schieß hey, dich ab. Chill out already. Back off. Whatever you say. Ja, whatever I say. Don't shoot. Auf die Knie! Let's try to work this out like adults. Let's not be so hasty, okay? Komm schon! Ich will dich umbringen! Ich hab grad eine Kugel verschwendet, scheiße! Alter, das war eine Situation! Holy moly! Kriege ich irgendwas von euch zurück oder sowas? Kann ich die Kugel aus dir wieder rausholen? Ich hab dich abgeknallt, Mann! Oh mein Gott, das war... Oh Mann! Okay. Okay, wir müssen... Okay. Okay, alles cool. Ich habe einen Gesichtsausdruck, als wäre nichts passiert. Was war denn jetzt? Keine Ahnung, es war auf jeden Fall fies, Mann. Ich habe jetzt schon irgendwie Probleme mit dem Spiel wieder. Oh, es ist so schön. Es ist so... Also es ist nicht... Es ist schön im Sinne von... Oh Mann, die Atmosphäre. Okay. Gut, Kugel ist weg. Wir haben keine Kugel mehr. Gibt sie was zum... Da ist ein Tor, guck mal. Aber wo sind die jetzt hergekommen? Warte mal, lass mal da hingehen. Eventuell können wir ja da noch irgendwas finden oder so. Ich glaube schon, da liegt was. Guck mal, was ist das? Schmerzmittel aufgehoben. Wir haben ein Schmerzmittel. Yes. Okay, also ganz ehrlich, so Situationen mit mehr als einer Person sind fies. Ja, ist ziemlich schwierig. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll in Zukunft. Ich meine, ich habe auch keine Munition mehr, also wird das schon ein bisschen fies, ne? So, machen wir das mal auf hier. Oh, ich kann es auch mit der Maustaste öffnen. Come on, Tor. Gut, okay. First Avenue. Wir sind immer noch nicht mehr auf der First Avenue. Wir sind jetzt in der Arbor Street gleich. Da müssen wir nach links gehen, nach links. Hier komme ich runter. Leuchtet hier irgendwas? Nee, ne? Hier leuchtet nichts. Oh mein Gott. Stell dir mal vor, wir spielen auf Haudegen. Wo es im ganzen Spiel nur eine Kugel gibt. Oh Gott. Okay. Wo ist denn die Frau hin, sag mal? Der ist im Auto gestorben. Oder die. Ich weiß nicht, Mann. Ich kann nichts erkennen. Der Rauch... Nee, der Staub ist zu dicht. Können wir das wegschieben? Nee. Oh, das wäre so cool gewesen, ne? Hätten wir das wegziehen können. Okay, was gibt es hier, Mann? Karte aktualisiert. Wir müssen jetzt quasi... Da geht's nicht weiter. Wir können da nicht lang. Wir müssen wahrscheinlich jetzt rechts rum, ne? Wer redet da? Irgendwer redet hier. Warte mal, lass mal da reingehen. Habe ich irgendwas übersehen? Oder irgendwas überhört? Ich meine, irgendjemand hat irgendwas gesagt. Die Frage ist, wer oder wo oder was? Oh, guck mal an. Gerdet. Soda-Getränk aufgenommen. Für unsere Ausdauer. Das ist gut. Das ist super gut. Okay, das mit dem Sprinten nervt vielleicht ein bisschen. Kann ich das auch mit E machen? Nee. Ah, Kamera. Wir müssen da lang. Royal Steakhouse Restaurant. Wer spricht da? Oh Gott, die sehen, dass ich keine Kugel habe, Mann. What are we gonna do? Oh we Gott, nee. No medicine. Who are you? Ich bin Frank, denke ich. Ich weiß es nicht. Wie ist mein Name? Oh mein Gott. He's my son. They stabbed him. He's gonna bleed to death if we can't find something to treat this wound. Okay, ich helfe Ihnen, Mann. Ich helfe Ihnen. Jetzt helfe ich Ihnen von hier. So, okay, das funktioniert. Thanks so much. How did you get this? Warte mal, hä? Zum Fortfahren E drücken? Sie haben ein Opfer gerettet. Dafür erhalten Sie eine zusätzliche Wiederholung. Das erhöht auch Ihre Endpunktzahl. Sehen Sie es sich auf der Statistikenseite an. It's just over there. Oh, ich hab's da drüben gefunden. You know, shortly after it happened.
first thing that we had to deal with were the earthquakes. They kept happening day after day. Most people ended up at makeshift emergency centers like the Havinton Stadium. And we were protected from collapsing buildings, but there's so much dust in the air, so we had to find another solution. And it's been a year now, but we still have aftershocks from time to time. Seems they're here to stay. All we can do is deal with it. Okay, die Sache ist die, der Mann auf dem Poster, das bin ich. Das bin ich. Da steht bloß Missing Adona, weiß nicht, wie er heißt. Oh Mann, ey, ich hab keinen Namen. Ihr habt echt eine schöne Hütte hier, ganz ehrlich. Das ist kein Problem, Mann. Okay, wir werden uns auf jeden Fall vornehmen. Hier, ne, so ein bisschen. Das Auto ist ausgebrannt. Mann, hier muss doch noch irgendwas zu holen sein. Ohne Mist, ne? Also Erdbeben kam. Erdbeben kam und alles ging den Bach runter, Mann. Ich würde gerne in die Ambulanz rein, ne? Das wär's. Ich kann hier nicht hochklettern oder nicht reingehen. Gibt's hier irgendwas? Nee. Da gibt's nichts. Gibt's nichts. Ah. Was ist das denn hier? Alles cool, du hast eine Waffe, oh Gott. Ist alles gut, Missy. Ich wüsste gern, was du da drin so hast, ne? Das wäre mal interessant. Oh, ich habe keine Kugel mehr. Na gut, okay, wir müssen weitergehen, das... Na, ich komme nicht zurück, alles gut. Meine Güte, immer diese aggressiven Leute hier. Wir sind fast da, wir müssen jetzt hier lang, ne? Ein bisschen balancieren, aber erstmal gucken wir uns hier ein bisschen um. Denn Ressourcen sind wertvoll, wie man mitbekommen hat. Da liegt wieder mal ein Toter. Das ist nicht schön. Oh Mann, ey. Das ist echt so bedrückend alles. Ich muss darüber. Yes, ein bisschen schneller bitte. Oh mein Gott, nee. Das ist ja ekelhaft. Also, naja, nicht ekelhaft, aber traurig. Oh, noch mehr Skelette. Der wurde hier festgebunden auf dem Bürostuhl? Oh, hier liegt was. Guck mal, was ist denn das hier? Zwei Sodas? Schmerzmittel aufgehoben. Warte mal, mein Zuhause ist doch jetzt quasi genau hier. Da muss ich rein, ne? Das ist mein Heim. Mein Heim. Okay, super. Wir sind hier. Das ist gut. Wollt ihr nicht ins Wort fallen? Tut mir leid, Frank. Okay, wir gehen mal rein, denke ich. Kommt jetzt eine Sequenz? Ich weiß es nicht, Mann. Mary? Julie? Are you there? Es sieht nicht so aus. Okay, wir müssen das Apartment durchsuchen. Das Apartment... Unsere Küche. Oh, hey, Obstsalat aufgehoben. Was? Wo war das jetzt? Wie alt ist denn der schon? Ich habe keine Ahnung. Können wir uns noch ein paar Messer mitnehmen? Und wo ist mein geheimes Waffenlager? Wir sind in Amerika. Komm schon. Okay, das ist... Oh Gott. Ich finde die Aufteilung ziemlich krass. Wie viel Platz man hier auch hat in der Wohnung, ne? Das ist ja übel. Hier ist nichts. Mein Zeitungsständer, beziehungsweise mein Magazinständer, sehr cool. Das sieht ehrlich gesagt nicht aus wie ein Haus. Es sieht aus wie, also, wie ein Wohnhaus, sondern eher wie so ein Wartebereich. Fast wie ein Bahnhof. Guck doch mal, wie groß das hier ist. Was ist das, ein Foto? What's this? Ein Brief. We have to go now because of the earthquakes. The evacuation team is waiting for us. We'll be taken to one of the emergency shelters. It's very hard to get precise information about the evacuation plan. I have no idea where we'll be in the next hour. If only you were here. I would tell you that I forgive you. For everything. For now, all we can do is pray that you're alive. And if you are, I know you'll come back here. We'll try to stay in Havinton. But we'll go wherever's safest. With Mary, I can't take any risks. We love you.
Not a moment goes by that we're not thinking about you. Try to find us. We'll be waiting for you. Julia Mary, May 23rd. May 23rd. That's almost a year ago. I'm so sorry that you've had to go through all this without me. Earthquakes, dust storms, then what came next? The food shortages, hunger, thirst. Where could you be now? This year was so long already. While I walked back, I was thinking, I was just hoping to find you standing here. How could I? Oh, shit! So, das war also ein ganzes Jahr, wo wir nicht da waren. Die Frage ist, wo waren wir, Mann? Und warum haben wir unsere Frau und unser Kind zurückgelassen? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ich weiß es echt nicht mehr. Ne, keine Ahnung. Das ist echt eine krasse Geschichte. Ich hoffe, wir finden Julie und Mary. Und, ja, ich weiß nicht. Auf der anderen Seite haben wir ja vorhin schon gesehen, dass sich das irgendjemand anguckt, dieses Band. Wer mag das sein? Gut, so oder so, wir machen morgen weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Macht dir noch einen schönen Tag. Und bis morgen dann. Tschüssi.